Geschichten aus der Bibel. Jesus ruft Petrus. Das ist Jesus. Heyo! Er ist der Sohn Gottes und der Retter der Welt. Jesus wuchs in Nazareth auf. Hey Jesus! Und wurde von Johannes dem Täufer im Fluss Jordan getauft. Jesus erzählte den Menschen von der Liebe Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten. Eines Tages sah Johannes Jesus vorbeilaufen und sagte zu der Menschenmenge um sich herum, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Einer der Leute war Andreas, der Bruder von Simon, der später auch Petrus genannt wurde. Andreas ging zu seinem Bruder und sagte, wir haben Christus gefunden. Wow, really? Come on! Simon ging mit Andreas, um Jesus zu treffen. Aha, I'm Simon. Jesus schaute Simon an und sagte, dein Name ist Simon, Sohn des Johannes. Yes, it is. Aber von nun an sollst du Petrus heißen. Okay. An einem anderen Tag ging Jesus am See Genezareth entlang und viele Menschen umringten ihn, um ihm zuhören zu können. Oh, hello. Well, okay. Jesus bemerkte die zwei leeren Boote von Andreas und Petrus, die gerade ihre Netze wuschen. Jesus stieg in ein Boot, hey, Peter, und fragte Petrus, ob er ihn auf den See fahren könnte. Aye, aye. So saß er im Boot und sprach von dort aus zu der Menschenmenge. Als er fertig mit Reden war, sagte er zu Petrus, fahr nun dorthin, wo das Wasser besonders tief ist und werfe deine Netze zum Fischen aus. Aber Petrus antwortete, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber wenn du das sagst, dann werde ich die Netze noch einmal auswerfen. Und diesmal waren die Netze so voll, dass sie anfingen zu reißen. Wow! Sie riefen die anderen Fischer zur Hilfe. Hey, help! Und bald waren alle Boote voller Fische. Als Petrus verstand, was passiert war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, O Herr, bitte geh weg von mir. Ich bin ein so sündiger Mann. Und Jesus antwortete, Hab keine Angst, komm und folge mir. Ich zeige dir, wie du Menschen fischen wirst. Really? Really? Und als sie an Land waren, verließen sie ihre Netze und folgten Jesus. So wurde Simon Petrus einer der 12 Jünger Jesu und folgte seinem Freund, während er auf der Erde war.